Hi, willkommen bei Grünchill Barbecue und Lifestyle. Heute gibt es ein Appenzeller Gericht und zwar einen Käsefladen, einen Käsekuchen. So sieht er aus und wie ich das gerade gemacht habe. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann geht es hier wieder gleich los mit den Zutaten. Wir brauchen Salz, Pfeffer, 50 Gramm Mehl und je einen halben Teelöffel Anis und Korianderpulver. 250 Gramm Appenzeller Käse, kräftig würzig, gerieben oder euren Lieblingskäse. Da könnt ihr variieren, nehmt was euch schmeckt, dann wird das Ergebnis auch passen. 3 Esslöffel Zwiebeln, ganz fein geschnitten und mit Butter in der Pfanne angedünstet. Das habe ich schon gemacht. Dann lassen wir das Ganze abkühlen und das kommt dann in die Masse rein. Dann ein Mürbeteig, ca. 300 Gramm. 2 Eier, 2 Deziliter Halbrahm und 2 Deziliter Milch. Dann eine Backform, ca. 28 cm Durchmesser und ein Flöckchen Butter, um sie gut auszustreichen. Um das Ganze noch ein wenig zu verfeinern, nehme ich Rotweinchips von Smokewood. Da wird eine Handvoll reingeworfen. Das passt hervorragend zu allem, was mit Käse zu tun hat, aber auch für anderes natürlich. Für Pizza ganz gut geeignet, ich bin da richtig Fan geworden davon und das probieren wir gleich auch mal mit unserem Käsefladen. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben und verlinkt und dann würde ich sagen, starten wir mal durch. Nehmen wir unseren Käse schön in die Schüssel rein. Dann unsere angedünsteten Zwiebeln dazu.
100 Grad, das passt. Dann füllen wir mal unseren Guss auf. Das Ganze ein bisschen verteilen, ein bisschen rütteln und dann sehen wir uns gleich am Monolith. Ihr seht schon, gute Glut ist drin. Reflektorstein hinein, wir wollen das indirekt. Particium-Start, Garraumsensor noch rein. Dann sehen wir uns, wenn der Monolith auf 200 Grad ist. Bis gleich! Ein paar Minuten später haben wir es geschafft, 200 Grad. Habe noch die Erhöhung und Pizzastein reingemacht. Stellen wir den Käsefladen da rein, machen den Deckel zu. Nun kommen noch die Wood-Chips rein von Smokewood, die Weinfässer. Und dann lassen wir das mal ziehen, 25 bis 30 Minuten bei 200 Grad. Minuten später schauen wir mal rein. Ich würde sagen, das sieht sehr lecker aus, riecht fantastisch. Nehmen wir raus und dann wird gleich angetestet. So Freunde, ihr habt es gesehen. Sieht schon mal sehr lecker aus. Jetzt probieren wir den mal rauszunehmen, ohne dass er auseinanderfällt. Und dann schneiden wir uns mal ein Stückchen ab. Dann hilft's nichts, es riecht schon mal super lecker nach rezentem Käse. Appenzeller Käse habe ich hier verwendet. Und dann wird mal getestet. Wir hier in der Schweiz essen den immer gerne noch heiß. Ist er auch noch. Dezenter Rauchgeschmack ist drin, ein super Käse, einen rezenten Appenzeller, den Gewürzen. Ich dachte, die kommen ein bisschen mehr durch, aber ist schön im Hintergrund, das passt. Für mich eine absolut gelungene Sache. Ihr könnt auch noch Bacon reinmachen, was euch schmeckt, dazu mischen. Das ist euch überlassen, da könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Und ja, wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ein Abo nicht vergessen, hier zwei weitere Folgen für euch. Schaut auch mal rein bei Grill & Chill Barbecue Lifestyle International bei Facebook. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Grill & Chill Barbecue Lifestyle. See ya!